Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Jetzt das Spiel Showdown Effect mit Tanokado und Marv. Hallo. 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 Der Modus Expendables scheint Team Deathmatch zu sein mit einem Chef. Wahrscheinlich bin ich der Expendable und die beiden die Chefs, die nicht Expendable sind. Du bist bei den Eternal Blondes mit Marv, nicht bei den Austin Marines bin. Dafür hast du eine Glatze, dass man eine Krone schön sieht, wenn Marv so eine ewige Blonde ist. Eine billige Blonde, pass mal auf, die billige Blonde versohlt dem anderen gleich ewige Blonde. Ganz klar, die billigste von allen in dem Spiel. Ewige Blonde, ewig hab blond. Ich gesagt. Eine Lebenseinstellung. Hey. Yeah! Oh, 2-on-1 oder was hier? Eternal Blondes versus. Yeah! Dalukar mit der roten Maske. Und der Sniper. Huch, okay. Achso, jetzt sind wir hier wieder. Das ist so wie der andere Modus beim letzten Mal. Hat er dich mit einem Schuss getötet? Er hat das Rifle gehabt. Das gibt's doch nicht. Ja, du hast die Hex angemacht jetzt. Ich muss nachladen. Hier, nimm die Wurstmesser. Alter. Wo ist er? Oben. Ich hab ihn! Hier, hier bei Dalukard. Ach, ey. Du hast mit dem Rifle auf die Entfernung mich noch gekillt. Ja. Ja. Ja, Skill nennt man sowas. Stimmt, aber ich hab Marv nie gekillt. Ich hab dreimal dich getötet. Deswegen kriegt ihr Punkte. Weil Marv ja der Chef ist. Das ist voll unfair. Du musst ja nur mich umbringen. Warum bin ich jetzt. Ich krieg jetzt eine vorgeschriebene Waffe. Warum? Ja. Weil du ein Henchman bist. Boah! Och Mann, Marv! Manhunt, würde ich sagen! Überlebe, Maru, überlebe! Ich denke, toll, das Modus bringt dich aber noch nicht. Weil ich weiß, du hast ja nur so eine Nahkampfwaffe, seit ich immer auf dem Brett stehe. Ich hab ein HP! Ich hab ein HP! Jetzt nicht mehr! Nicht mehr mich umzubringen! Die Fool! Wieso habt ihr jetzt eigentlich Waffen und ich nicht mehr? Weil wir Henchmen waren. Das ist quasi jetzt das gleiche wie vorhin, nur dass wir jetzt zwei Last Man Standing sind. Und das Problem ist, du musst uns beide töten innerhalb von 10 Sekunden, damit du gewinnst. Und wir können uns sogar heilen. Mach, wenn sehr du unfair, machst, weiter macht, dann geht das sogar noch. Ja! Oh, komm, wenn ich da fast mit einem Schlag habe. Ich bin am Nachladen. Oh, das ist dezent unfair, ey. Ah! Meet your maker. Hau ab, Mann. Warum ist Marv so ein Highspeed-Typi? Marv, du musst 10 Sekunden nicht sterben. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Muss vor allem Daluga treffen. Aber das ist total unfair. In 10 Sekunden, da muss er einen super Kill machen, um uns irgendwie... ausschalten. Ja, wenn ich wenigstens meinen Charakter hätte, wäre es sogar möglich, aber ich habe ja vorgeschriebene Waffen. Ja, Henchman. Sticker auf. Hätte ich wenigstens. Nein! Ja! Oh, jetzt muss 30 Sekunden. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's. Oh, knapp. Du hast noch 20 Sekunden, Dalu. Du kannst das alles drehen. Oh, mit dem Baseballschläger. Ja, aber das ist eine Nahkampfwaffe. Das Problem ist, Playtime is over. Nachladen und mich heilen hier. Ja. Der Modus ist suboptimal. Naja, so wenig Leute auf jeden Fall. Ja. Normalerweise spielt man das ja auch mit mehr Leuten dann. Ich bin dafür eine normale Runde. Ganz normales Match. Hier einfach kann noch mit dranhängen. Das ist unfair. Also der Modus ist wirklich nur gut, wenn du wirklich mehrere Leute hast. Ich hätte ja persönlich gedacht, dass der Modus so läuft, dass quasi die Kronen sind die Leute, die so spielen dürfen. Die sind das nach unten gezielt. Nein, ich hab dann, du kannst ja während des Schießens noch bewegen, also bevor du abdrückst, meine ich. So, ich dachte, du musst locken. Kannst den Laser bewegen. Du kannst den Laser. Okay. Nee, ich dachte so, dass die Kronen, also du und Marv, ihr wärt dann quasi die normalen Charaktere gewesen, dass ich und alle anderen, die mich gespielt hätten. Boah, das ist knapp, was? Oh, jetzt ist ein anderer dabei, verdammt! Dass die dann Henchmen sind. Und. Achtung, er kommt doch raus! Jetzt aber! Skillig, ey! Skillig! Komm schon! Gib's ihm! Mach ihn fertig!
Die kleine. So! Oh, der Meister! Nein. Schaut euch das an! Nein! Ja! Yeah. Nein, ich bin respawned. Wir müssen noch mich 50 Sekunden töten. Scheiße, yeah. Jetzt wird's gut, ey. Oh Mann. Aber wieso sehen wir dich nicht auf der Karte? Endlich. Boah. 20 Sekunden noch. Nein, blödes Schwert. Und mein anderer Kumpel macht nicht mit. Sag du! You seem dead tired. Problem ist, ich muss nachladen. Playtime is over. Gut, gut, sehr gut. 8 Sekunden noch. Gott. Nein! Oh, Scheiße! Nein! Eingekippt von Raketenwerfern. Ach, mach's respawn. Glück gehabt. Das respawn, nachdem du tot warst. Und wir hatten noch 6 Sekunden Zeit gehabt. Nee, 2. 2 Sekunden habt ihr noch gehabt. Ja, wer trotzdem. Wer trotzdem rein. Nee, bei 2 Sekunden fängt der Spawn ja schon an. Like a rock. Wie geil, bitte. 30 Sekunden respawn. Ich frage mich aber, warum habt ihr denn die ganze Zeit normale Charaktere, auch wenn ihr führt? So, wenn. Nein, das ist eine Runde. Ihr habt so lange, quasi bis alle von euch tot sind, seid ihr dran gewesen. Da bist du dann, weil du halt einmal gestorben warst, vorbei für dich. Und jetzt sind wir so lange dran, bis die einmal tot sind. Und dann sind die Punkte wahrscheinlich mehrere Runden. Also so ein Modus sollte nicht starten, bevor nicht alle drin sind. Ich hätte wenigstens gedacht, dass eine Runde zu Ende ist, wenn ich oder Marv tot ist, also der mit der Krone, dann fängt ja, die Runde einfach komplett neu an. Das dachte ich auch, dass ihr quasi die Chefes seid und ich... The Henchman. Oh, hat er mich erwischt. Eine Minute muss ich Sekunden. Jetzt überleben. Musst du jetzt überleben. Oh oh. 70 Sekunden. Hoch, oder? Na toll. Hat er die Tür zugemacht? Aber wir haben jetzt einen ganz klaren Vorteil, weil wir halt so stark gestartet haben. Mit einem unausgeglichenen Team ist das ziemlich unfair. Ja, wie gesagt, wir kommen ja auch nicht mehr zurück ins Spiel. Wir haben ja einfach keinen. Wir haben weniger HP und keine Waffen. Ja, und jetzt sind wir auch noch zu dritt. Was, Evoker hat ein Laserschwert? Was hat er, was ist denn das für eine Waffe? Die Railgun. Still got it. Oh man, still got some moves. Alles klar. Still got it. Wie lange geht der Modus denn? Der muss doch irgendwann auch mal enden. Wir spielen jetzt bis zum Ende aller Tage. I like to be creative in a fight. It gets my juices going. Ja, unser Death Tanner ist immer länger. Also die Unterzahl, das ist natürlich auch blöd, einen Green Team Burner zu haben. Kann ist ja kein Team aus. Achso, dann ist das System noch schlimmer. Pack den ins Gewinnerteam. Also pack den immer erst in Blau. Alter, der Typ mit der Railgun geht ja ab. Ist das die Wie gesagt, die Henchmen haben weniger HP. Wir haben standardmäßig weniger. Ja, das war die Wife, die macht eh one kill. Railgun ist nicht die Wife. Oh. Das war cool, hat er sich gerade am letzten Moment gedreht. Nein, aber es gibt dann noch eine Waffe, also die Rifle. Ja, aber ich... Die Rifle habe ich und ich kann mir den Raygun Skin nicht buffen. Okay. Hat du denn einfach nicht die 4500 Punkte, die man dafür braucht? Hier muss doch irgendwo mal ein Timer ablaufen. Siehste, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, glaube ich. 36-3, was für ein Scheiß, eine scheiße Runde, ey. Ich glaube, wir hängen noch eine normale Runde hinten dran, ne? Ich glaube, die hätten so ein 10 Minuten. Was geht denn jetzt ab? Dann nochmal. 3 gegen 3 jetzt. 3 gegen 3. Die hätten 10 Minuten machen müssen. Immer wenn ein Team zu Ende ist, dann kann das andere Team rein oder so. Mein Ding sehe ich gar nicht. Ach, ich bin tot. Ich hab vergessen, wie man diesen Skin benutzt, diesen Skill, den man hat. Steuerungstaste.
ist jetzt vorbei. Game over. Der wahrscheinlich war es eure Comeback-Chance oder so. Komisch. Merkwürdiges Spiel. Sehr merkwürdiger Modus, würde ich sagen.